Damit herzlich willkommen zu Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Ich bin der Alex. Wieder mal geht es bei uns um den Kauf des Monats. Deswegen seht ihr uns heute ungewohnterweise mal wieder auf dem Sofa. Und den Anfang mit dem Thema Kauf des Monats, ach nee, stopp, den Ärger des Monats, den Aufreger. Den Aufreger des Monats, so muss man sagen, den zeigt uns mal der Martin, denn er hat einen Kauf getätigt, der hinten raus leider nicht sehr gut oder glimpflich aussieht. Genau. Ich hatte auf eBay Amerika gesehen gehabt, ich bin großer Fan der Sequest-Reihe von Playmates und habe da ein bisschen das Auge schweifen lassen in Richtung Kartenvarianten, beziehungsweise also allgemeine Varianten und habe drei schöne Figuren gefunden, und zwar kanadische Varianten der Sequest-Figuren. Und die unterscheiden sich halt ein wenig von den US-Varianten, das heißt auf den Karten, die Karten sind relativ einheitlich gestaltet. Und da sind halt so Aufkleber drauf mit den Charakternamen. Die Figuren sahen auf den Bildern, man hat gesehen, die haben schon ein bisschen, die waren einige Anstoßungen gehabt an den Karten, aber war alles noch im grünen Bereich, wo ich gesagt habe, so, ah, für die Variante würde ich auf alle Fälle Geld ausgeben, passt schon. Jedenfalls habe ich alle drei Figuren gekauft, sie kamen an und sie kamen an in dieser wunderschönen Protector-Verpackung. Und dann habe ich mir gedacht, so, diese Verpackung, diese Stärke, drei Figuren, haben die das überlebt? Und wir lösen auf. Natürlich nicht. Sie haben es nicht überlebt. Das ist hierbei rausgekommen. Ich hab gedacht, ich spinne. Und also, ich bin immer noch fassungslos. Das ist der absolute Hammer. Also die sind im Arsch. Die sind richtig im Arsch. Hier nochmal eine Nahaufnahme, da könnt ihr euch das Elend nochmal aus der Nähe anschauen. Genau. Bittere Pille auf jeden Fall. Das ist eine richtig bittere Pille und ich habe meinem Unmut auch gleich Luft getätigt, wie sagt man? Luft gemacht und habe den Verkäufer angeschrieben und habe auch gleich gesagt, habe auch gleich reingeschrieben, wie dumm kann man sein, Figuren, ja, also intakten Blister in so einer Luftpolsterfolie zu verschicken. Und die Antwort war gewesen, ja, die Figuren waren doch eh nicht mehr ganz so ganz gewesen. Also wir können euch gerne mal Bilder zeigen, wie die angeboten wurden und wie sie jetzt aussehen. Also das ist, es ist fassungslos. Ich bin immer noch sprachlos und fassungslos. Das ist echt mega schade, weil ich hätte mir die gerne als Varianten irgendwie in die Vitrine gestellt, weil wenn ich jetzt, ich muss sie jetzt auspacken. Es ist nicht ganz so schlimm, weil zwei von denen habe ich noch nicht lose in meiner Sammlung. Aber das weiß nur ich, dass das eine kanadische Variante ist. Ne? Tja, schrecklich, schrecklich. Naja, es ist halt das Ärgernis, das immer mal wieder im Raum schwebt, wenn man eben Überseekäufe tätigt. Ne? Leider hast du jetzt diesmal wirklich ganz schön bitter ins Klo gegriffen, wie man so schön sagt. Die Sache aber ist Hauptsache gesund. Nein, es ist ärgerlich. Wir haben auch im Vorfeld schon lange darüber gesprochen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, mir ist das egal, wie es dem Martin geht. Aber Martin ist glücklicherweise ein Optimist. Das Glas ist in der Regel halb voll bei ihm, statt halb leer. Genau. Genau. Und du hast ja, glaube ich, gesagt, die eine oder andere Figur hättest du jetzt lose eh noch gebrauchen können. Genau, zwei von denen hätte ich jetzt gebrauchen können. Falls noch mal jemand ein Commander Ford sucht, um den auszupacken, um zu wissen, dass es eine kanadische Variante ist, kann mich gerne anschreiben. Ich gebe ihn gerne ab. Okay, kommen wir weg von kaputten Mocs zu ganz neuen, brandheißen Mocs. Der liebe Martin war so freundlich und hat mit mir per Telefon einen Kauf klar gemacht, und zwar im T3-Shop, direkt hier um die Ecke, und hat mir eine Figur mitgebracht, die ich auf dem Schirm gehabt habe. Und es handelt sich um Mysterio aus der neuen Retro-Toyline von Hasbro, von der Spider-Man Animated Series aus den 90ern. Und man hat quasi das Cardback-Design nochmal aufgegriffen, hat die Figuren in modernem Gewand nochmal neu rausgebracht und eben mit dieser Retro-Packung versehen. Sehr gelungen, wie ich finde. Auf der Rückseite auf dem Cardback könnt ihr sehen, es gibt so ziemlich alle wichtigen Charaktere, die auch in der Animated Series zu sehen waren und natürlich auch von Toybiz als Figuren damals vertrieben wurden. Ich wollte den Mysterio gerne haben und er hat mir auf Anhieb gefallen, vor allem das Washi auf diesem Grün, das hat mich doch sehr abgeholt, wie man so schön sagt. Und die Figur wird ausgepackt bei mir. Gekauft hast du ihn, glaube ich, für 33 Euro, ja. So circa, Pi mal Daumen.
ganz frisch rausgekommen, wie gesagt. Checkt das mal aus. Auf jeden Fall eine Toyline, die ich euch empfehle. Allen voran der Kingpin hat ja schon sehr für Furore gesorgt, als er angekündigt wurde. Ich weiß nicht, ob es die erste oder letzte Figur aus der Toyline ist für mich. Mir gefällt auf jeden Fall Mysterio. Und der wird, sobald ich wieder zu Hause bin, gleich Einzug bekommen bei mir in die Vitrine. Von daher danke nochmal an dich. Und gerne, gerne. Mit Mysterio wollen wir uns auch mysteriös verabschieden vom Kauf des Monats. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Spielzeugjäger. So, Freunde, euch hat's gefallen. Uns gibt's auch auf Instagram. Da könnt ihr auch mal gucken. Also wer hier festhängt, der soll ruhig weitergehen. Auf Instagram. Nicht vergessen. Einfach klicken. Instagram. Tschüss.